Hallo ihr Lieben, ich habe mir etwas ausgedacht, nämlich heute habe ich ein Spiel mitgebracht, da sage ich gleich noch was zu, aber ich habe mir überlegt, ich könnte ja in einer Serie von verschiedenen Spielen einfach immer wieder kurz ein paar Spiele vorstellen. Also einfach kurz ein Spiel mal starten, anstarten, reingehen, gucken, was da passiert, gucken, was da los ist und euch auf diese Weise einfach einem Spiel etwas näher bringen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, welche Spiele ich mir mal anschauen soll. Oder lasst euch überraschen, welches Spiel ich raussuche. Und dann würde ich in regelmäßigen Abständen immer wieder mal in ein neues Spiel reinschauen, das Ganze auf Video aufnehmen, kurz für euch zusammenfassen und dann, ja, euch zur Verfügung stellen. So, ihr Lieben, ich stehe hier vor Rouge83s Happy Birthday Party und zwar bei Larrys VIP Party Center. Ich bin schwer gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe euch dieses Spiel heute mitgebracht, nicht um daraus eine Serie zu machen, sondern um es auszuprobieren. Wir wollen einfach mal reinschauen, was das ist und wie es läuft. Okay. Happy Birthday, Dankeschön, Dankeschön. Seid ihr meine Freunde? Warum seid ihr alle Maschinen? Was ist denn los mit euch? Jawbreakers, Wacky Waffers. Hier, Party. Fußball. Ja, Mann, hey, du stehst im Tor, mach was. Nicht einfach nur Zeitung lesen, du Langweiler. Was haben wir hier? Geschenke an Luftballons, eine Piñata. Ich will die treten. Geht nicht. Okay, was mache ich denn mit meinen 200 Dollar? Left-Click Grab, F-Key Inventory, okay. Lecker. Ein paar Flips auf dem Boden verstreut. Warum? Dann trinken wir noch was. Gönnung, Gönnung. Sowas ist cool. Hier will ich mitmachen. Ja, ich will Dollar fangen. Und jetzt? Was muss ich machen? Ah, jetzt. Ja! In so eine Maschine wollte ich in Wirklichkeit schon immer mal rein. Oh, 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 oh. Wie lange geht das? Alter, mein Finger fällt gleich ab. Mein Finger! Hör auf, du Spiel! Ah, jetzt, die letzten Noten, die letzten. Puh, wie viel Kohle haben wir gemacht? 71 Dollar. Und was haben sie das gekostet? Keine Ahnung. Ein Dollar wahrscheinlich. Oh, meine Güte. Total Wins, 71. Coin Pusher finde ich ja ganz gefährlich. Da muss ich mitmachen. Hallo? Wie geht das? Hallo? Ah, da. Kart rein, glücklich sein. Das ist was für euch. Casino-Suchtis auf Griefer Games zum Beispiel, ne? Und jetzt? Move the left and right to choose about them. Hold interact key to continue. Ah, okay. Ja, funktioniert aber nicht. Hä? Ah, jetzt. Ah, hier geht links und rechts. Also mit den mit A und D links und rechts. Ja, ich habe irgendeinen Jackpot ausgelöst. Und 50! 50 Tickets! Ja, ich habe. Oh, da ist eine Karte runtergefallen. Was war das? Eine Karte von den gelben. Keine Ahnung. Egal, wir hauen weiter rein. Oh, wir haben noch zwei Credits. Waiting for final push. Da geht noch mehr. So, dann gucken wir, ob wir den Treasure im Sand finden. Wie geht das? Ah, ja, da sind sie. Oh, vorbei. Okay, ich muss, ich darf die Schaufel nicht berühren. Okay, ich hab's verstanden. Ich will nochmal, ich will nochmal, ich will nochmal, ich will nochmal. No, ich darf nicht mehr. So, was haben wir hier? The Golden Push oder was? Big Bass Wheel. Alles klar, dann ziehen wir mal. Und wie viele Tickets bekommen wir? 15. Nicht dein Ernst. Juhu, 15 Tickets. Yay. Da ist der 500er. Da.
Ja! 570 Tickets! Das hat mir gefallen. Was muss ich machen? Einfach drücken. Ah, da kommt ein Ball runtergefallen und der geht in 15 Punkte. 15 Tickets. Die Frage ist, und was ist das? Nochmal 18 Tickets. Die Frage ist, was passiert mit den Tickets? Kriege ich da vorne am Tresen Sachen für? Oh, Fragezeichen? Was ist Fragezeichen? Was passiert bei Fragezeichen? 541 Tickets! 594 Tickets! Das war ein gutes Spiel. Ja, 500 Tickets! Und wir holen uns noch eins, wir holen uns noch eins. Das liegt so gut da. Ja, komm, das muss doch werden. Guck doch mal, wie schön der das hat. Nicht rausfallen, nein! Nein, ich habe gesagt, du sollst nicht rausfallen. Wo sind denn die höchsten Sachen drin? Da hinten sehe ich irgendwas mit 500. Die holen wir uns doch direkt mal. Ja, komm, das sieht gut aus. Komm. Boah, wie viele Tickets sind denn da drin, ey? Und jetzt holen wir uns noch sowas. Da mittendrin der blaue, der sieht doch super aus. Oh, falsche Stelle. Aber der lila wird's. Sauber. Balls. 30 Tickets. Okay. Boah, immerhin, ne? So, jetzt haben wir eine Menge Tickets gesammelt. Ich glaube, es ist so, dass in dem Spiel hier wird es später noch mehr... Warte, was läuft hier? Ticket Redemption Center. All Tickets must be counted in the Ticket Eater. Ja, dann... Dann eaten wir mal Tickets. Wie viel haben wir insgesamt? 1859. Yay. Und jetzt können wir uns hier einen Preis kaufen. What can I get you? What can I get you? You can get me. I wanna have. Ah. Basketball. Soft tickets. Soft donut. Okay, ist alles zu teuer. Basketball. I wanna get a basketball. Not enough tickets. Oh, ich habe zu wenig. Oh, ich habe zu wenig Ticket für alles. Doch. Das hat er doch. Hier, fertig. Hier, mein Basketball. Hey, ich will ihn einstecken. Yeah. Okay, ihr Lieben, das ist The Coin Game und es geht noch weiter. Es gibt noch eine andere Spielhalle, habe ich gelesen, die dazu gehört. Da kann man später hinfahren mit dem Bus. Irgendwie kann man nämlich hier auch rauslaufen. Warte mal, ich guck mal schnell. Irgendwie kann man hier auch rauslaufen. Vielleicht hier hinten. Ja, genau. Und dann kann man hier auch irgendwie einen Bus fahren oder Auto fahren. Ist das mein Auto? Nö. Aber es gibt hier irgendwo einen öffentlichen Bus. Dann gibt es auch ein Zuhause. Man kann auch nach Hause fahren. Hier ist ein Bus. Hallo. Oh, alter Schwede, der hat mich einfach überfahren. Glaubst du es? Der hat mich einfach überfahren? Egal. Auf jeden Fall kann man hier eine ganze Menge anstellen. Man muss auch irgendwann seinen Akku wieder laden. Man ist selbst irgendwie auch so eine Maschine. Und da ist es wichtig, einen Akku zu laden. Hey! Cool, wir haben Golfkart. Ja! Entschuldigung, Mister. Entschuldigung, tut mir leid. Wollte ich nicht. Wollte ich doch. Naja, auf jeden Fall gibt es noch eine andere Spielhalle. Da gibt es dann auch Go-Karts, mit denen man fahren kann und alles Mögliche. Von daher, wenn ihr Bock auf The Coin Game habt, ihr wisst jetzt, wie das aussieht. Ihr wisst jetzt, wie man das spielen kann. Ich finde es ganz lustig. Ist das ein Spiel, mit dem ich mich monatelang beschäftigen werde? Ich glaube nicht. Ist das ein Spiel, das ich nochmal ohne euch spielen werde? Ich glaube, vielleicht. Vielleicht. Ist eigentlich ganz witzig.
So, zum Ende nochmal ganz kurz, denn ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Deswegen schreibt es mir bitte in die Kommentare, lasst ein Like da, wenn ihr es gut fandet. Und ich freue mich auf weitere von diesen Serien von euch. Für dieses Spiel muss ich sagen, ich gebe dem Ganzen im Punkt Fun 5 Sterne, weil ich glaube tatsächlich, dass es viel, viel Spaß macht. 6 Sterne wäre das Maximum. Ich gebe 5 Sterne, weil es viel Spaß macht, diese ganzen Spielgeräte, die ansonsten Heidengeld kosten, einfach mal so ausprobieren zu können. Im Bereich Action gebe ich ihm keinen Stern. Kein Stern für Action. Bereich Story, ja, Story ist auch da, aber lame, kriegt einen Stern. Und im Bereich Kosten kriegt es auch nur eine 1, weil ich finde, dass so zwischen 10 und 15 € doch ziemlich teuer ist für so ein relativ einfach gebautes Spiel. Auch wenn wir noch nicht alles entdeckt haben, weil da gibt es noch einige Welten zu entdecken, man kann rumfahren und so weiter, aber ich glaube trotzdem, dass 10 bis 15 € gibt es krassere Spiele. Alles klar. Wenn ihr noch mehr davon wollt, sagt Bescheid, haut rein. Bis dann. Ciao.